Audalis persönlich, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Audalis Podcasts. Mein Name ist Björn Grüber und neben mir sitzt Christian Brütting. Hallo erstmal. Hallo Christian, wie sind wir jetzt dazu gekommen, dass wir jetzt zusammensitzen? Wir haben, beziehungsweise ich habe vor einiger Zeit mal in meinem WhatsApp-Status einige Bilder gepostet von meinen ganzen Büchern. Die Sammlung geht so langsam Richtung 1000 Bücher, die ich zu Hause habe. Und ich bekam dann doch einige Rückmeldungen von Freunden und Bekannten, so nach dem Motto, kauf dir mal besser einen E-Book-Reader, der nimmt nicht so viel Platz weg wie deine ganzen Bücherregale. Ah, das können nur Leute sagen, die nicht die Erotik von Büchern verstehen. Aber egal, okay, machen wir weiter. Ja, ja, das stimmt allerdings. Und andere Frage war, ob ich die schon alle gelesen hätte. Das fragen auch nur Amateure. Ja. Ja, also zum ersten Punkt habe ich da wirklich geantwortet, dass ich einen E-Book-Reader tatsächlich in der Schublade liegen habe. Der vergammelt und verstaubt aber da. Ich habe noch nicht mal ein Buch komplett darauf gelesen. Nimmt das auch Klatschen auf? Oder? Ja, das, okay. Also, auch, Gott, okay. das nimmt alles auf. Okay. Genau. Also das Teil liegt bei mir einfach nur rum, weil ich festgestellt habe, ich bin doch der haptische Typ. Ich brauche wirklich noch ein Buch in der Hand. Ist ja bei mir genauso, ja. Das ist auch so, da kommen wir vielleicht später noch drauf zurück. Ich habe immer gesagt, was bleibt am Strand, wenn du ins Meer gehst, liegen? Bleibt das Taschenbuch da liegen oder der E-Book-Reader? Und ich denke mal, dass, wenn man zurückkommt, eher der E-Book-Reader verschwunden ist als das Taschenbuch. Das wäre jetzt ganz schön von der Geschichte her. Ich weiß nicht, ob die Hörer das überhaupt interessiert, aber ich bin vor kurzem noch bestohlen worden mit Büchern. Ja? In der Sauna wurde mir Henry Kissinger abgenommen, den wir heute nicht vorstellen mit seiner Staatskunst. Aber Henry Kissinger und ein Herrenmagazin. Aber es war nicht ein Herrenmagazin mit Bildern, sondern mit Mode drin. Das ist mir in der Sauna gestohlen worden. Also insofern ist das auch kein sicherer Schutz, Björn. Ja. Ja, okay, das ist also Kissinger-Fan gewesen, der vielleicht das Buch noch nicht kannte. Also Kissinger-Fan weiß ich jetzt nicht so richtig, aber also über den müssten wir ganz kritisch nochmal vielleicht politisch sprechen. Aber zumindest ein interessantes Buch, stellen wir heute aber nicht vor. Ja, okay, gut. Ja. Nee, also da muss ich sagen, bei aller Liebe zur modernen Technik, da bin ich doch jemand, der es klassisch mag. Und zum zweiten Punkt muss ich sagen, habe ich mein Hobby in zwei Teile aufgesplittet. Das funktioniert ganz gut. Einmal das Buch lesen als Hobby Nummer eins und als Hobby Nummer zwei Buch kaufen. Und zweiten Teil des Hobbys ist im Moment eher der Fall, als dass ich dann zum Lesen komme. Ja, man braucht ja auch so einen Fundus, aus dem man ziehen kann. Ja. Definitiv. Björn, erzähl doch nochmal am Anfang vielleicht, wer du, wir haben ja jetzt so ein bisschen schon deine Vorlieben, Bücher und Bücher kaufen und dass du hier aus Plettenberg kommst, gehört, wer du eigentlich bist und was dich zu Audalis so treibt. Ja, also das was treibt mich zu Audalis? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja schon im ähnlichen Bereich gearbeitet für eine Wirtschaftskanzlei, die allerdings auch Beteiligungsunternehmen nebenbei hatte. Und dort hatte ich sehr liebe Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Und es war dann der Fall, dass die schon da gewechselt hatten, zu Audalis gegangen sind. Und irgendwann kam das Gespräch mal da drauf. Und mir war sowieso mal nach Veränderung in meinem Leben. Und ja, dann hatte man mich mal zum Gespräch eingeladen. Ich bin dann nach Dortmund gefahren. Habe dann unter anderem dich kennengelernt und ja, ich hatte schon das Gefühl, dass gerade wir beide auch für das Thema sehr brennen, also für Marketing, Kommunikation, alles, was in dem Bereich damit zusammenhängt. Auch wenn unser Start etwas holprig war, als ich dann sagte, ne, ich bin in der SPD aktiv, ne, das war ja für dich dann schon so der erste. Ja, wie soll ich das sagen? Man braucht ja auch mal Reizpunkte. Ja, genau. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass du dann sagtest, also wenn du jetzt, oder damals waren wir noch beim Sie, wenn sie jetzt sagen, dass sie noch irgendwie Fan nicht vom BVB sind, dann haben wir ein Problem. Ach. Da konnte ich aber dann zum Glück sagen, ich bin da so neutral wie die Schweiz, ne? Also kein Fußballfan, das ist, ne, ich klatsche für jeden, Hauptsache, sie haben alle Spaß dran. Das ist ja schon fast wieder der zweite Fehler, aber ich habe ja damals auch erzählt, als ich eingestiegen bin, dass ich einer der wenigen war, die am Lehrstuhl, da ja große Lokalrivalitäten bestehen zwischen Gelsenkirchen und Dortmund,
Dauerkarte hatte, sowohl für Schalke als auch für Dortmund, weil du mit den einen konntest du nur zu Schalke gehen aufs Spiel am Samstag und mit den anderen konntest du nur zum BVB gehen. Mhm. Und wenn du jetzt nicht deinen Freundeskreis so unheimlich stark selektieren willst vor Hintergrund deiner Fußballleidenschaft, dann gehst du halt zu beiden Spielen, weil das schlichtweg beides Ruhrgebiet. Will keiner hören, der echter Fan ist, aber im Endeffekt ist das beides Ruhrgebiet. Ja, und du bist ja dann nach Dortmund gekommen, um dann mal diese politische Runde etwas abzuschließen. Du wolltest einfach die Herzkammer der deutschen Sozialdemokratie und da angestellt sein. Richtig, ja. Genau. Ja, genau. Nee, also wie gesagt, das hatte mir von menschlicher Seite halt auch bei Audale schon sehr gut gefallen. Und wie gesagt, wir waren ja da doch schon auf derselben Wellenlänge und Feuer und Flamme für die Ideen, die wir da auch teilweise auch schon zusammen an dem Tag entwickelt hatten, in welche Richtung es sich entwickeln könnte. Ja, und da blieb mir ja nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. Ne? Ja. Warum machst du eigentlich Marketing? Wegen des Technikaspekts oder hast du gern mit Menschen zu tun oder präsentierst du was gerne oder... Was treibt dich so da? Also es ist eher wirklich so, dass das kreative Technische. Also ich habe mir ja alles sozusagen autodidaktisch beigebracht. Learning by doing, alle Programme. Gut, das jetzt über einen Zeitraum von über 20 Jahren, in dem ich das mache für verschiedene Unternehmen, auch für Agenturen gearbeitet, auch als selbstständiger Mediengestalter und Fotograf mal zwischenzeitlich gearbeitet. Ich habe das schon früh gemerkt, ich bin ja eigentlich gelernter Industriekaufmann. Habe da meine IHK-Ausbildung gemacht, abgeschlossen. Aber schon da war ich in der Aktiengesellschaft in der Ausbildung gewesen und bin dann auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes an der Abteilung Marketing und Kommunikation hängen geblieben. Und so bin ich halt auf das Thema gekommen, habe Blut geleckt und habe festgestellt, dass das eigentlich das ist, was ich nach meiner Ausbildung gerne machen möchte. Du bist aber auch heimatverbunden, oder? Ja. Kann man das so bezeichnen? Ja. Ja, also mal abgesehen von Dortmund und Sozialdemokratie und so weiter. Aber du bist wirklich heimatverbunden im Sauerland verortet, ja? Ja, richtig. Ja. Also eigentlich seit 44 Jahren am selben Fleck. Ich bin geborener Plettenberger. Hier im Plettenberger Krankenhaus gibt es ja leider keine Geburtsstation mehr. Weshalb jetzt niemand mehr sagen kann, dass er geborener Plettenberger ist. Ich hatte noch das große Glück, dass ich... da noch reingekommen bin. Und tatsächlich ist es auch so, ich wohne ja nur knapp 400 Meter vom Standort Audalis Südwestfalen entfernt. Und wie du schon gesehen hast, als du hingekommen bist, es ist ja zentrumsnah. Ne? Das heißt also, alles fußläufig erreichbar. Ich bin tatsächlich kein Großstadtmensch. Also so klein und übersichtlich, wie Plettenberg auch ist, das gefällt mir wirklich am besten. Und du bist auch sozial engagiert, also Freiwillige Feuerwehr, die wir selber schon mal mitbekommen haben. Vor kurzem hat es hier auch durchaus Großbrände gegeben, noch im Sauerland. Und du musstest dann ausrücken. Und dir war das auch wichtig. Dir war es auch wichtig, beim Team zu sein. Also jetzt nicht bei uns. Wir konnten nämlich nicht unser Thema da durchbringen und großartig im Sitzungssaal sitzen und unsere Punkte durchdiskutieren, sondern du hast gesagt, ich muss raus. Ich muss in den Wald und ich muss den Leuten helfen. Richtig, ja. Gerade bei solchen, also das war ja in diesem Jahr mit den Waldbränden bei uns ganz extrem gewesen. Und wir sprechen da über sehr große Flächen, die halt auch Manpower benötigen. Und was man dazu sagen muss, es war auch noch in einem Naturschutzgebiet. Und mir liegt die Natur sehr am Herzen. Und das war für mich natürlich zwei Punkte, die da dafür gesprochen haben, erstens meine Kameraden nicht im Stich zu lassen und auch halt meine Heimat naturtechnisch zu retten. Ja. Wunderbar. Das gibt mir aber auch die Chance, quasi mein erstes Buch vorzustellen. Jetzt breche ich so ein bisschen dein Skript da an der Stelle, aber das Buch heißt Radio Heimat, Geschichten von Zuhausen. Schon etwas älter, 2010 veröffentlicht, von Frank Gosen. Frank Gosen ist vielen im Ruhrgebiet bekannt als Satiriker. Comedian würde er wahrscheinlich für sich selber nicht in Anspruch nehmen. Tresenlesen-Team gewesen mit Malmsheimer zusammen, auch schon mal im Vorstand vom VfL Bochum, also das ist ein Ur-Bochumer im wahrsten Sinne des Wortes. Und der schreibt über das alte und das neue Ruhrgebiet und reflektiert soweit etwas meine Heimat, meine persönliche Heimat, nämlich das Ruhrgebiet, wo auch Audalis eben verortet ist. Ist ein, ja, auch ein Autodidakt, hat sich selber diese ganzen Techniken beigebracht, wie man auf der Bühne steht und ist dann relativ schnell doch nochmal geschwenkt und ist heute eher Autor, als dass er sich auf eine Bühne stellen würde und Kabarett machen würde. Schreibt auch gerne über sich selbst,
aber jetzt nicht in einem unangenehmen Stil, sondern über seine persönliche Story, wie er groß geworden ist im Ruhrgebiet. Und da er ein Kind der 80er und 70er Jahre ist, kommt dann noch beides zusammen. Der Strukturwandel des Ruhrgebiets, den er mit der Elterngeneration kennenlernt und auch in seiner Jugendzeit reflektiert. Und eben der kreativen neuen Möglichkeit einer eher Service-Industrie, die jetzt im Ruhrgebiet im dritten Sektor Platz greift, in der er jetzt lebt, da auch sein Einkommen bezieht und kreativ sein kann im Ruhrgebiet. Schönes Buch, relativ schmal. Mal schauen, wie viele Seiten haben wir denn hier eigentlich? 163 Seiten. Zurzeit auch schon als Hörbuch vorhanden, da ja schon etwas her in der Veröffentlichung. Gosen schreibt grundsätzlich über sich selber und über seine Geschichten. Dieses Buch hat noch so einen sehr netten, melancholischen Beiklang, weil eben die ältere Generation zu Wort kommt. Du siehst ja hier so ein bisschen diese alte Tapete und so weiter im Buchdeckel. Ist interessant, weil damit auch das alte Ruhrgebiet vor der Transformation vorgestellt wird. Also Bergbau und Stahl, diese No-Nonsense-Kultur, die da insgesamt auch heute noch ausschlaggebend ist, glaube ich, für den Menschenschlag, der da lebt. Diese Technikorientierung der Leute, die fuckeln und packen auch was an, genau wie im Sauerland. Da seid ihr so ein bisschen mehr mittelständischer und macht auch so Kleinfabrikate. Aber das kommt alles hier durch. Und wer auch so ein bisschen den Fußballeinschlag da schon lesen möchte, dem kann man wirklich Radio Heimat als Einstieg empfehlen, weil der Ton stimmt. Es gibt melancholischere Werke von ihm über seine eigene Jugendzeit. Aber mir gefällt das sehr, sehr gut. Und wer mal reinhören möchte, geht einfach auf die bekannten Kanäle für Hörbücher und Ähnliches. Und ich habe es gerade eigentlich noch bei einem gängigen Anbieter schon sogar als kostenlosen Zugang gesehen. Der kann dann gerne mal Frank Gosen so die ersten Kapitel reinhören oder es auch lesen. Als Buch ist ja immer besser, als wenn du einen Film oder so einen Hörpodcast dann hast. Gefällt mir sehr gut. Was der Mensch braucht, das muss er haben. Ich habe es gerade mal aufgeschlagen auf einer Seite. Wird deutlich, das Ruhrgebiet kommt zum Sprechen. Ja, so viel zu meiner Heimat. Was kannst du noch über deine Heimat sagen? Ich habe jetzt tatsächlich kein Buch über Plettenberg ausgesucht, obwohl es da sicherlich das eine oder andere Buch gibt. Ich habe jetzt, ja, womit wollen wir anfangen? Ja, wir waren gerade bei Technik. Mach doch mal was ganz Neues da vielleicht, ein ganz anderes Thema. Ja. Also ich habe im Moment, dadurch, dass das Thema Podcast, was wir jetzt ja hier mit Audalis auch anfangen, für mich auch ein bisschen neu war. Bisher war ich eher auf der passiven Seite bei Podcast. Das heißt, ich habe nur gehört und nicht produziert. Und deswegen, wie ich schon sagte, ich bringe mir ja vieles autodidaktisch bei. Aber so ein bisschen Fachliteratur braucht man da auch. Und ich bin da auf das Buch von Larissa Vassilian gestoßen, Podcasting von erfahrenen Podcastern lernen, ist im Rheinberg Computing Verlag erschienen. Larissa Vassilian kennt vielleicht der ein oder andere unter ihrem Künstlernamen Annik Rubens. Da hatte sie bis März 2015 ihren Podcast Schlaflos in München produziert. In den Anfangszeiten, man sieht es auch hinten im Buch, hat sie das tatsächlich anscheinend von ihrem Kleiderschrank aus gemacht. Aha. Hintergrund ist einfach die Akustik. Da geht sie auch in ihrem Buch eingängig drauf ein. Das heißt also, es geht jetzt nicht nur um das Thema Technik, welches Equipment brauchst du oder was ist das Optimum, ne? Sondern es geht auch so ein bisschen um Räumlichkeiten, wie die am besten aussehen könnten oder sollten. Dass man zum Beispiel nicht so einen extremen Hall hat. Sie geht dann auch auf die technische Schiene seitens der Software, was da für Anfänger geeignet ist. Ja, also das Buch Podcasting von Larissa Vassilian ist sehr unterhaltsam geschrieben. Es ist jetzt nicht so staubtrocken wie vielleicht manch andere Fachliteratur. Hat vielleicht auch den Hintergrund, dass sie halt aktiv Podcasting auch heute noch betreibt. Sie ist Journalistin, arbeitet unter anderem für den Bayerischen Rundfunk, ist Dozentin zu diesem Thema an verschiedenen Fachhochschulen und Unis. Ja, wie gesagt, das ist nicht, auch nicht ihr erstes Buch, was sie rausgebracht hat. Und dementsprechend hat sie da eine große Erfahrung drin. Sie stellt aber auch andere Podcaster vor, aus dem deutschsprachigen und englischsprachigen Raum. Sie selbst war eigentlich mit, ja, kann man fast sagen, eine der Pionierinnen des Podcastings in Deutschland.
Ich glaube, irgendwann mal gelesen zu haben, dass sie in den Hochzeiten pro Folge so um die 10.000 Hörerinnen und Hörer begeistern konnte. Aber lässt sich ganz gut anfassen. Also auch wieder hier Haptik und du siehst ganz viel in dem Buch. Ich habe ja schon gleich zugegriffen. Mhm. Bilder drin, du siehst, was gemacht werden muss. Es ist so ein bisschen Anweisungstechnik kombiniert mit praktischen Hinweisen. Also so ein bisschen Learning by Doing kann man mit dem Buch, glaube ich, ganz gut für sich selber auch erarbeiten, oder? Definitiv, ja. Also, du warst gerade bei Podcasting, das ist also etwas, was dich gerade beruflich im Marketingbereich umtreibt. Genau. Und über unsere Büchervorstellung lernen uns ja die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt etwas intensiver kennen. Ich komme ja aus dem BWL-Bereich, bin Ökonom, drehe also irgendwas mit Zahlen bei Audales im wahrsten Sinne des Wortes und dann meistens mit Steuern auch noch zusätzlich. Mhm. Deshalb habe ich jetzt mal Studienliteratur von mir mitgebracht, nämlich Dieter Schneider von 1992, heute noch über Gabler erreichbar bei den bekannten Quellen. Ich glaube, so um die 60 Euro kostet das hier in dieser Paperback-Ausgabe, schmale 800 Seiten im Querritt über alle Modelle der Investition, Finanzierungs- und Besteuerungstheorie hinweg. Schneider ist ein provozierender Mensch gewesen, leider schon verstorben als Hochschullehrer, hat immer sowohl in den Vorlesungen als auch hier stark in dem Text betriebswirtschaftliche Theorien gegen den Strich gebürstet. Ist also sehr kritisch, teilweise bis ins Hochpolemische sogar gehend in der Textdarstellung. Das erschwert manchmal sogar den Zugang, wenn man das versucht leicht zu lesen, zu dem, was er eigentlich zu sagen hat. Aber sehr reflektiert und sehr kritisch gegenüber seiner eigenen Wissenschaft und den Erkenntnissen, die daraus gewonnen worden sind, unter meist einem sehr, sehr engen Prämissenrahmen, den er regelmäßig angreift. Und wenn man mal verstehen möchte, was man da eigentlich tut und nicht nur Dinge auswendig lernt im Studium oder versucht, das anzuwenden, was auf den Folien steht, um es dann klausurtechnisch zu verarbeiten, ja, sondern in stärkere Begreifen einsteigen möchte von so Dingen, die man dort versucht zu lernen, dann später auf wirkliche Realsachverhalte anzuwenden, dann lohnt sich auch heute meines Erachtens noch Dieter Schneider. Sieht man an dem Buch auch, also kräftigst angestrichen, sogar schon im fortgeschrittenen Stadium als Student noch sehr, sehr viel Farbe verwendet, viele Bemerkungen an den Rand geschrieben, teilweise ganze Arbeitspapiere reingeheftet, um zu verstehen, was da eigentlich besprochen wird in dem Buch selber. Wirklicher Gewinn. Also das hat mich das ganze Hauptstudium über beschäftigt. Und auch heute tue ich noch einen Blick rein, jeweils in diese Bücher. Wer dann so ein bisschen in die Schneider-Welt tiefer einsteigen möchte, der kann auch gerne seine Geschichtsbücher oder historisch geprägten Bücher über die einzelnen Theoriewelten der Betriebswirtschaftslehre einmal lesen. Sind auch immer so 1000 Seitenwälzer. Fängt in der Antike an, geht über alle möglichen Jahrhunderte dazwischen. Schwerpunkt sicherlich so die Nationalwirtschaftslehre im deutschsprachigen Raum im 19. Jahrhundert oder auch die österreichische Schule, denn das ist eigentlich ein Vertreter davon, der österreichischen Schule, der modernen österreichischen Schule, einer, der sehr stark in Marktprozessen denkt, in Marktordnung, Marktsystemen und damit, glaube ich, auch der heutigen Welt und aus unserem heutigen Tagesgeschehen viel beifügen kann, was zusätzlichen Erklärungsgehalt hat und die Perspektive ein bisschen öffnet. Also mir hat es Spaß gemacht. War aber auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja? Darf ich mal? Also ich hatte das Buch jetzt in der Hand und es ist wirklich, also man sieht, es wurde sehr schwer damit gearbeitet. Ja. Und was ich wirklich sagen muss, da gruselt es mich etwas. Ja, die Handschrift. Na, nicht die Handschrift. Es ist, also ich hatte immer ein Problem damit, schon damals in der Schule, etwas in Bücher zu schreiben. Das war für mich etwas, das macht man nicht. Ne? Also für mich war das jetzt nicht Sachbeschädigung, sondern etwas, ich weiß nicht, also ich habe selbst in meinen Schulbüchern habe ich weder irgendetwas markiert und wenn ich gezwungen war, etwas da reinzuschreiben, dann immer nur mit Bleistift, dass man es auch wieder wegmachen kann. Deswegen, also das war für mich immer in Bücher reinschreiben oder irgendetwas markieren. Ich weiß nicht warum, ich habe es nie gemacht. Also meine Schulbücher, obwohl ich artig war und sie benutzt habe, sehen heutzutage noch aus, als wären sie neu, als wären sie gerade erst aus dem Laden gekommen. Klar, man sieht natürlich gerade bei diesen Paperbacks, sieht man natürlich die Knickspuren am Buchrücken. Aber sonst sehen die bei mir immer noch aus wie neu.
wenn der Lehrer irgendwie gesagt hat, ja, markiert euch das, schreibt mal das rein, da hat es mich immer vor gegraust und ich habe, wie gesagt, entweder mit Bleistift reingeschrieben oder irgendwas mit einem Post-it oder sonstiges da dran gemacht, dass man es auch wieder entfernen kann. Ja. Das war für mich also so. Bin ich genau der andere Typ. Also ich brauche Farbe, ich muss da was reinschreiben. Ich erschließe mir Texte dadurch, also Fachtexte insbesondere dadurch, dass ich wirklich an denen arbeite. Und das ist vielleicht eine Schwierigkeit oder von unserer Generation durchaus etwas, was unterschiedlich ist zur neueren Generation, dass wir sehr, sehr stark noch daran gewöhnt sind, Texte uns zu erschließen im Buch oder in ausgedruckter Form und nicht so stark an dem Bildschirm arbeiten. Also ich mache das zwar jetzt natürlich im Job und in der Arbeit, dass ich Kommentarstellen wirklich auch mit Doppelbildschirm und so weiter vergleiche. Aber wenn es wirklich hart auf hart kommt und wenn dann wirklich nochmal gefragt wird, Dinge kritisch auszudeuten, dann drucke ich mir das weitgehend nochmal aus, lege es wirklich als Arbeitspapier ab und bearbeite es dann mit der Hand. Zwischendurch, wenn es nicht mehr so schlimm ist, ich habe schon dazugelernt im digitalen Zeitalter, fange ich auch an, normale Markierungen in den PDF-Dateien und so weiter aus diesen Texten zu machen und die dann entsprechend auch abzulegen. Ja. Aber es bleibt bei mir besser haften, wenn ich wirklich körperlich mit dem Text gearbeitet habe und selber etwas dran geschrieben habe, etwas erkannt habe, das kommentiert habe und dann auch mit Farbe hervorgehoben habe. Das ist so ein Arbeitsstil, da wollen wir mal gucken, ob der sich in den nächsten Jahren auch noch weiterhin bewährt. Also es ist tatsächlich bei mir auch so, ich hatte ja schon anfangs gesagt, dass ich jetzt nicht so der Fan bin von E-Book-Readern. Und deswegen, es ist so, zwar habe ich nicht in die Bücher reingeschrieben, aber ich habe mir wichtige Passagen entweder rauskopiert oder von Hand rausgeschrieben, dass ich die trotzdem habe. Und es ist tatsächlich auch so, das haben ja auch Studien nachgewiesen, wenn man sich etwas handschriftlich notiert, bleibt es schneller im Gedächtnis, als wenn man es in den Rechner reintippt. Ja, ja. Also ich glaube, dass am Ende des Tages wird das sich so ein Mix immer wieder ergeben. Auch aus der digitalen und der analogen Welt. Beides muss zusammenkommen und wir müssen den Menschen auch dort abholen, wo er steht. Die Menschen werden nicht zwangsläufig intelligenter. Die Welt mag komplexer werden, die Probleme mögen komplexer werden, aber wir müssen halt Komplexitätsreduktion betreiben, nachdem wir dann selber Erkenntnisse vorher gewonnen haben und wir müssen Kommunikator zu den Menschen sein. Das zeichnet eigentlich auch unseren Beruf aus. Ist das Interessante bei der ganzen Angelegenheit. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zum Studium, dass man hinterher merkt, dass, naja, da kann man über den Prozentsatz streiten, aber fast 50-50 die Verhältnisse vielleicht sind. 50% anspruchsvolle Arbeit und Erkenntnis am Fach, fast im wissenschaftlichen Sinne, hier an der Stelle einfach steuern. Häufig bei Audales eben auch Kernbereich unserer Tätigkeit weiterhin. Und 50% sind aber Kommunikation und mit Menschen umzugehen und Dinge zu vermitteln, also einerseits Anregungen aufzunehmen aus der realen Welt und sie dann zu verarbeiten in diesem wissenschaftlichen Kontext, aber andererseits die Erkenntnis auch wieder zurückspiegeln zu können in die Realwelt hinein und dann Menschen auch zusammenzubringen. Und das ist das Interessante in dem Job. Ja. Also das macht mir Spaß am Steuerberater sein, mit dem Menschen umzugehen und Kommunikation zu betreiben. Und Gott hat einen großen Tiergarten, also jetzt haben wir kein Zoologiebuch oder sowas hier liegen, ja. Aber Gott hat einen großen Tiergarten und die Menschen sind alle unterschiedlich und jeweils sich auch anregen zu lassen durch die Menschen, die da vor einem sind und zu sagen, was kann ich dort in Anführungszeichen Gutes tun? Wie kann ich dort Erleichterung schaffen in einer gewissen Weise? Und das ist meine Motivation als Steuerberater, Erleichterung zu schaffen oder Zeit zu schaffen. Das treibt mich um und das ist für jeden, der dann durch die Tür reinkommt und der den neuen Mandanten für dich darstellt, immer etwas anderes, ist immer individuell und du lernst durch diese einzelnen Fälle doch sehr stark, wie man mit Menschen auch umzugehen hat und kriegst immer wieder auch Anregungen, wo du selber kritisch mal das reflektierst, was du für bisher als sicheren Grund bezeichnet hast für dich selber und entwickelst dich hoffentlich weiter. Ja. Deshalb passt Dieter Schneider da auch wieder. Ja, ja, an der Stelle, ja. Der Steuerberater, ne? Bei Audales ist ja ein großer Punkt, aber wir haben natürlich auch Rechtsberatung. Ja, auch das ist gut. Das ist ein guter Wechsel. Also den Bogen wollte ich jetzt einfach bringen, denn das nächste Buch, was ich vorstellen möchte, ist von Ferdinand von Schirach. Es gibt Geschichten, die man nur in einer solchen Bar nachts einem Freund erzählen kann. Draußen gehen Menschen weiter in Clubs, in Karaoke-Bars und Restaurants. Sie verkleiden sich und lieben sich und hassen sich und sind sich gleichgültig. Aber man selbst gehört für einen kurzen Moment nicht mehr dazu und fällt aus der Zeit. Diese Zeilen stammen von Ferdinand von Schirachs Buch Nachmittage. Es ist im August 2022 im Verlag Luchterhand erschienen.
Es besteht aus 26 abgeschlossenen, teils autobiografischen Kurzgeschichten, von denen manche tatsächlich nur eine Buchseite füllen und die meist mit zufälligen Begegnungen des Autors beginnen. Das Format des Buches, also es sind, würde ich mal sagen, so ganz entspannte 175 Seiten. So ein Quartheft eigentlich eher, ja, ja. Ja. Hm. Ist sehr leichtgängig zu lesen, passt einfach gut in die Zeit rein. Es ist eine sehr hektische Zeit, in der man vielleicht nur im Vorbeigehen noch tiefgründige und manchmal fesselnde Geschichten lesen möchte. Mhm. Und das hat Ferdinand von Schirach mit seinem Buch Nachmittage sehr gut hinbekommen. Mhm. Ein weiteres Zitat aus dem Buch lautet: Alle Kunst entsteht daraus, dass sich der Künstler der Welt unsicher ist. Diese Welt passt nicht zu ihm und er passt nicht in sie. Er fühlt sich fremd. Er glaubt, er gehöre nicht dazu. Er versucht, das alles einmal zu verstehen, die Welt für sich zu ordnen und durch Musik, Kunst oder das Schreiben die Wahrheit zu finden. Ob da von Schirach sich selbst auch mit meint? Ja, selbstverständlich. Also das glaube ich schon. Insbesondere, wenn man ihn selber mal in Interviews gesehen hat, das ist ja ein sehr, sehr reflektierter Mensch, sehr zurückgenommen im öffentlichen Auftritt. Fast so einer, der sich selber, glaube ich, auch immer unter dem Brennglas sieht. Also immer stetig aus sich selber raustritt und sich selber reflektiert in der Situation. Und der als Strafverteidiger ja eine Menge auch an der Umwelt schon kennengelernt hat. Also das sind ja auch die ersten Bücher gewesen von ihm, die er verfasst hat, Verbrechen oder ähnliche Titel, in denen er einzelne Kriminalfälle entweder historischer Art nochmal Revue passieren lässt und da auch eine ganz andere Facette teilweise zeigt. Teilweise verbunden auch so mit der Nazi-Zeit, bedingt sicherlich durch die persönliche Familiengeschichte der von Schirach auch noch. Er selber als Strafverteidiger hat dann also auch die üblen Kriminalfälle gehabt, also Kapitalverbrechen, Vergewaltigung, Mord, sexueller Missbrauch, das ist alles nicht schön und das reflektiert er jeweils in seinen Geschichten. Ja. Insofern war ich bei seinen ersten Büchern immer, ambivalent berührt. Das ist ein sehr ruhiger Ton und sehr klare Sprache, sehr schmale Sätze, die er schreibt. Und dann kippen diese Geschichten hinten raus. Das geht erst relativ langsam los in einem anscheinend bekannten oder scheinbar bekannten Setting für Autor und für Leser. Und dann kippen die Dinge weg in der Geschichte. Und damit wird dann das auch das Mitdenken des Lesers provoziert. Also er bewertet auch nicht, er richtet auch nicht, er ist Strafverteidiger, ist Anwalt der Angelegenheit selber und behält dieses Richten anderen vor. Aber es kommt schon eine indirekte moralische Wertung doch zum Klang in den Geschichten, aber in einer sehr, sehr angenehmen Weise. Sind aber nicht unbedingt immer sehr schön zu lesen. Ich glaube, diese mehr autobiografischen Dinge, die sind etwas leichter, oder? Ja. Ja? Sind leichter zu lesen. Also wenn ich da an von Schirachs Verbrechen denke, wo er doch in einer gewissen Nüchternheit auch über seine Fälle spricht, die, wo trotzdem dann, wenn man es liest, die Worte doch sehr gewaltig wirken. Mhm. Beziehungsweise, wenn man sich dann auch die Taten vorstellt, bekommt das doch ein ganz anderes Gewicht. Ja, ja. Also durchaus gut, bewegend, kann man jederzeit empfehlen. Aber auch nicht immer etwas für zwischendurch. Ne? Man muss sich so ein bisschen die eigene Zeit dafür nehmen. Das ist richtig, ja. Bist du eigentlich eher so, wenn wir am Anfang des Zitates sind, eher so ein Barmensch oder eher so ein Kaffeehausmensch? Oder wie würdest du dich selber bezeichnen an der Stelle? Oder stimmt die Anordnung überhaupt nicht? Ja, also tatsächlich bin ich eher der Kaffeemensch. Ja? Ja. Also ich, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, da kommen wir auch gleich noch zu. Ja. Da habe ich auch noch eine kleine Anekdote zu erzählen in Verbindung mit einem Buch. Mhm. Ist es tatsächlich so, dass ich dann gerne draußen in einem Café sitze, auch die Leute beobachte, die Umgebung mir ansehe. Da brauche ich auch keine Gespräche, sondern einfach nur, man ist sozusagen wirklich im Hier und Jetzt und beobachtet. Mhm. Also ja, mache ich auch. Finde ich interessant, also wenn du sehr, sehr stark dein Sensorium selber aufstellst und versuchst mal Umwelt einzuordnen, jeweils auch in unbekannten Settings, also in einem Umwelturlaub, genau wie du das gesagt hast, wo man nicht bekannt ist und wo man auch die Leute nicht kennt, sondern versucht zu deuten von den Signalen her und von den
Indikationen, die sie so aussenden durch Körpersprache oder ähnliches. Was ist denn das für ein Mensch? Was hat der für eine Geschichte? Was treibt den jetzt gerade um? Ja, das finde ich interessant. Ich bin aber auch im normalen Leben so der Nighthawk-Mensch. Also im Sinne von Edward Hopper. Man mag das Bild vielleicht erinnern, wo die Leute da so einsam an der Bar sitzen. Der eine sieht fast aus wie ein Milchmann, ist aber ein Bartender. und schauen sich um. Also ich mag auch diesen leisen Rückzug abends mal in eine Bar mit einem guten Freund oder mit einer guten Freundin. Und dann einfach mal entweder gemeinsam zu schweigen oder gemeinsam auch kurz zu reden und so etwas auszusenden. Und das muss dann in einer relativ gepflegten Atmosphäre stattfinden. Ja. Also ich kann mich auch in eine Bierkneipe reinsetzen, ist auch überhaupt gar kein Problem. Aber so eine Cocktailbar hat nochmal wieder ganz anderes Spirit. Und das genieße ich auch ganz gerne. Das ist etwas, was so ein bisschen fehlt in Dortmund zum Beispiel. Also Plettenberg weiß ich nicht, aber in Dortmund fehlt das. Uns fehlt eigentlich so eine gestylte, etwas angenehmere Cocktailbar auch für die mittlere Generation, so drücke ich das mal aus. Ja. Wir haben da um die Ecke ja was bei uns an der Stelle, aber das hat so ein bisschen Hipster-Style insgesamt, also etwas Konservativeres, so eine typische amerikanische Bar vom Stil her. Das hätte ich auch nochmal ganz gerne in Dortmund. Ja. Das ist für mich auch so ein Punkt, wo du gerade sagst, dass du dann halt auch gerne abends mit einem Freund dich dann zusammensitzt und sprichst. Das habe ich auch sehr gerne. Für mich ist es halt vor allem von der Umgebung her wichtig, dass es doch relativ ruhig da ist, dass man sich noch gepflegt unterhalten kann. Ja. Also wenn man sich gegenüber sitzt und trotzdem anschreien muss, das ist für mich nichts, was mit Gemütlichkeit zu tun hat. Ja, ja. Mit dem von Schierer hast du mir, glaube ich, einen Ball ganz gut zugespielt. Wir haben uns ja vorher nicht abgestimmt wirklich, aber das passt ganz gut. Das ist das Buch, was ich gerade aktuell lese. Jetzt sind wir mal in 2022 angekommen von den Veröffentlichungsdaten her. Von Dieter Grimm, ehemaliger Hochschullehrer, aber auch Richter am Bundesverfassungsgericht. Heißt Die Historiker und die Verfassung, ein Beitrag zur Wirkungsgeschichte des Grundgesetzes, erschienen bei C.H. Beck. Der Verlag spricht quasi für sich selbst und für die Qualität von den Werken, die dann meistens dort veröffentlicht werden. Grimm geht jetzt so mehr ins Verfassungsrecht rein, wie der Titel auch schon sagt, und vertritt so mal die Grundthese, ist aus einem Vortrag gemeinsam entstanden, dass die Historiker, die die Zeitgeschichte der Bundesrepublik niedergeschrieben haben, in größeren oder kleineren Werken, unter anderem tauchen da auch die größeren Werke von Wähler und von Winkler auf, dass die fast systematisch die Rechtsgeschichte ausgeblendet hätten. Also mehr eine Kulturgeschichte und Gesellschaftsgeschichte ohne Rechtsgeschichte geschrieben hätten. Und diese Wechselwirkung zwischen gesellschaftlicher Entwicklung der Bundesrepublik und Richterrecht am Verfassungsgericht entweder als gegeben, als Datum und als Hintergrundfolie betrachtet hätten oder sich überhaupt nicht so großartig Gedanken über diese Einflussgröße auf unsere Gesellschaftsentwicklung gemacht haben. Mag sein oder mag nicht sein. Im Endeffekt weist das mit ein bisschen Zitaten und einem Zitatsplan pro Kapitel nach in diesem Buch. Geht aber durch alle wesentlichen Grundsatzentscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes für unsere Mediendemokratie, für Parteienstaat, für Grundrechtekatalog, Freiheitsrechte, für Staatsorganisationen durch. Und gibt doch sehr, sehr interessante Einblicke in Entscheidungen, die markante Wirkungen entweder im Wechselspiel mit der gesellschaftlichen Entwicklung gehabt haben und die aufgenommen haben oder Dinge dann auch noch mal auf der rechtlichen Seite abgesichert haben, die in der politischen Ebene fortentwickelt worden sind in der Bundesrepublik. Beispielsweise Grundlagenvertrag mit der DDR, Neue Ostpolitik mit Willy Brandt, jetzt gucke ich mal einen Sozialdemokraten hier an, ja. Und die Hinterfragung, ob das denn überhaupt mit der Präambel des Grundgesetzes vereinbar gewesen wäre, also der alten Präambel, die ja noch sehr stark von dem Wiedervereinigungsgedanken auch geprägt war. Das sieht ja heute anders aus, nach der Wiedervereinigung von 1990. Aber in der damaligen Zeit der 70er, also sehr, sehr stark noch das Prä des Wiedervereinigungsgedankens vor sich gehabt haben. Und diese einerseits Freigabe der Ostpolitik für die Sozialdemokratie, aber andererseits auch die Verankerung der Präambel als Teil des Verfassungsrechts. Also nicht nur als so ein Vorgeplänkel, sondern als Teil des Verfassungsrechts und eine nicht aufzugebende Idee für das Staatsgebilde der Bundesrepublik. Das ist sehr interessant. Ja. Das gleiche für Fernsehurteile,
mit Privatfernsehen oder öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Teile der Entwicklung haben wir, glaube ich, noch aktiv selber im Hinterkopf, wenn es ums Privatfernsehen geht und die Fragestellung, ob man nur einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hätte oder auch einen Privatrundfunk und welchen Qualitätsanspruch man daran stellen sollte, auch an die Organisation eines derartigen Rundfunks in Einbindung in einen Parteienstaat. Aber auch ältere Urteile wie der Versuch beispielsweise von Adenauer während seiner Kanzlerzeit noch, hier CDU, sowas wie einen Staatsrundfunk aufzusetzen. Und das eindeutige Stoppsignal des Bundesverfassungsgerichts nach dem Motto, nein, das muss frei sein von der staatlichen Sphäre. Beim Grundrechtekatalog finde ich interessant, dass er den Bindungscharakter von Grundrechten rausarbeitet. Also eine deutsche Verfassungstheorie ist eigentlich vor der Bundesrepublik sehr, sehr stark durch Staatsorganisationsrecht geprägt. Also der Staat, der da so als Monolith steht und die Frage, wie der organisiert ist und wie er einwirkt in der Vertikalen auf seine Bürger. Nach den schweren Zeiten und den dunklen Zeiten Mitte des 20. Jahrhunderts haben wir eine Verfassung, die vorne einen Grundrechtskatalog einbaut und die damit eigentlich schon auch dieses Prä dieses Grundrechtskataloges sehr stark deutlich macht. Aber es hat doch eine gewisse Zeit gedauert in den Urteilen, in der Fragestellung, wer ist gebunden eigentlich durch die Grundrechte? Ist das nur die vertikale Beziehung zwischen Staat und Staatsorganen und uns als Bürgern dieses Staates? Oder bindet das auch das private Geschehen auf einer Gleichordnungsebene, eher der Privaten untereinander und ihrer Rechtsverhältnisse beziehungsweise ihres Umgangs untereinander? Kann man sich relativ leicht vorstellen, beispielsweise diese Abtreibungsurteile oder die Abtreibungsrechtsprechung, die entwickelt worden ist in der Bundesrepublik. Da geht es ja um den Fötus, da geht es um den Mann, da geht es um die Frau, die jeweiligen Rechtspositionen, die Absicherung. Und das auszutarieren und zu gewichten untereinander. Ja. Ich glaube, da hat das Verfassungsgericht sehr, sehr stark mitgewirkt. Und die heutige starke Stellung, die diese Grundrechte haben und auch das Verfassungsgericht als völlig anerkanntes Organ unseres Staates, das wird sehr, sehr schön von Grimm rausgearbeitet. Bin noch nicht ganz fertig, mir fehlen noch so knapp 100 Seiten, aber mir hat das Buch jetzt schon eine Menge Spaß gemacht und ich kann das jedem empfehlen, gerade in aufgeregten politischen Zeiten, einfach mal so ein paar grundsätzliche Gedanken nochmal Revue passieren zu lassen und auch mal zu verstehen, mit welchem Kleinod wir da eigentlich ausgezeichnet sind, nämlich in einer völlig funktionsfähigen Verfassung, die ein wirklicher Segen für uns selber ist und auch ein Segen in unserer historischen Entwicklung als Volk. Ich bin froh, dass du gerade noch gesagt hast, dir hat das Lesen schon Spaß gemacht. Ja, ja, ja. Weil sonst hätte ich jetzt Schwierigkeiten, Kurve zu kriegen zu unserem nächsten Buch. Und es ist auch unser letztes Buch, was wir dann heute mal vorstellen. Thorsten Sträter, Der David ist dem Goliath sein Tod. Ist jetzt nicht das aktuellste Buch von ihm. Aber ich wollte jetzt halt noch ein bisschen Lokalkolorit, nachdem wir damit schon angefangen haben, in diesem Podcast bringen. Und deswegen habe ich mich für das Buch entschieden. Hintergrund ist, hatte ich ja gerade schon mal so leicht angekündigt, mein Strandurlaub in Neuharlinger Siel an der Nordsee mit meiner damaligen Freundin. Ich hatte das Buch mitgenommen und ja, ich muss sagen, wir saßen da gemütlich im Strandkorb und ich bekam beim Lesen des Buches doch einen Lachflash nach dem anderen, was meiner Freundin doch ein wenig peinlich war. Aber, naja, zum Glück, wir sind im Urlaub gewesen, uns kannte dort niemand. Es ist also ein perfektes Buch, um alles um sich herum zu vergessen. Ich weiß nicht, Thorsten Sträter hast du wahrscheinlich auch schon mal im Fernsehen gesehen. Hast du auch schon mal ein Buch von ihm gelesen? Nee, noch nicht. Was einem tatsächlich dabei passiert, wenn man weiß, wie Thorsten Sträter auftritt, artikuliert und so, wenn man dann ein Buch von ihm liest, dann hat man seine Stimme im Kopf. Und das macht das Ganze vielleicht dann auch nochmal ein bisschen spannender und witziger. Und deswegen also kann ich so ein Buch einfach nur empfehlen, um das Leben einfach mal zu vergessen und Spaß zu haben. Das ist wirklich ein richtig schönes Spaßbuch. Ja, und ich finde auch Thorsten Sträter, das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wenn man mal so Begriffe wie heldenhaft oder so verwenden möchte, natürlich in Anführungszeichen gesetzt, dann fällt mir durchaus auch der Name dazu ein, denn er geht hier auf der Bühne sehr, sehr stark auch mit seinen Depressionserfahrungen um, verarbeitet die teilweise auch in den Texten und öffnet nochmal den Blick auch für das Verständnis für diese Krankheit und zeigt aber auch, wie man proaktiv und aktiv damit umgehen kann. Einerseits diese Dinge vorher versucht abzufangen, aber sie auch zu verarbeiten in Texten, in Humor, was wieder mal zeigt, dass also ein Clown, in Anführungszeichen auch bitte mitgesprochen, jemand ist, der eigentlich mit einem sehr, sehr stark weinenden Augen durch die Welt läuft und versucht mit Humor, Welterfahrung so ein bisschen für sich einzufangen, aber auch lachbar, erfahrbar
für die Umwelt und für sein Publikum zu machen. Und Thorsten Sträter zählt für mich auf alle Fälle auch dazu. Ja, ja. Ja, man muss gerade auch bei solchen Leuten sagen, es gilt zwar für alle, aber gerade die, die in der Öffentlichkeit stehen, sie zeigen ja meist nur eine Seite von sich, ja. von ihrer Persönlichkeit. Ja. Das ist bei jedem Menschen auch. Ich habe auch mal gesagt, von mir gibt es natürlich einmal den Business-Björn, der im feinen Zwirn irgendwo auftritt, ne, und professionelle Sachen von sich gibt, ne? Aber dann gibt es auch den privaten Björn, der einfach mal ein bisschen blödelnd zu Hause sitzt, aber auch mal den ruhigen und betrübten Björn. Das ist ein gutes Stichwort, glaube ich, zum Abschluss auch nochmal gebracht, mal abgelöst von dir als Person, die wir jetzt wirklich mal ausführlicher kennenlernen durften, auch in dem Podcast, hin zu dem, was wir eigentlich damit ein bisschen machen wollen, nämlich Menschen, die auf verschiedenen Bühnen, Alltagsbühnen, professioneller Bühne, privater Bühne unterwegs sind, dort gewisse Funktionen und auch Rollen ausüben, in Anführungszeichen bitte spielen, die genauer mal vorzustellen und verschiedene Bühnen oder Bühnenaktivitäten von Menschen kennenzulernen. Das wollen wir ein bisschen mit dem Podcast auch erreichen. Ja. Wir starten mal mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass sich das so ein bisschen weiter fortsetzt. Also, dass andere sich auch etwas angeregt fühlen, ihre privatere Seite etwas zu zeigen. Von mir aus mögen es Bücher sein, Schallplatten, Radfahren, Betonfiguren bauen oder was auch immer unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Audales zu Hause pflegen. Und gerne führen wir entsprechende Themen auch nochmal in weitere Podcasts ein. Mal sehen, was sich daraus entwickelt, Björn. Und wenn wir mal nicht wissen, wie wir es sonst zu füllen haben, stellen wir sicherlich noch andere Bücher vor. Wir haben ja hier noch zig Bücher liegen. Du hast es hier abgebrochen, in charmanter Weise eben. Aber ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, das jetzt in der handhabbaren Form zu halten. Ja. Und mir hat es eine Menge Spaß gemacht, jetzt diesen ersten Podcast über Bücher zu halten. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, auch wenn ich im Marketing arbeite, hat mich dieser Podcast natürlich auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone gelockt. Mhm. Weil ich war bisher immer der Mensch, der, ich sag mal, nach außen hin nicht aufgetreten ist, sondern gemacht hat. Und man hat meine Arbeiten sozusagen eher in der Hand gehabt oder auf Webseiten gesehen. Aber das ist jetzt doch schon eine etwas persönlichere Sache. Hm? War für mich erstmal anstrengend. Ich hoffe, es gefällt allen, was wir jetzt zusammen auf die Beine gestellt haben. Unsere erste Runde in die Welt der Bücher. Ja. Wenn euch dieses Format gefällt, schreibt es uns in die Kommentare beziehungsweise per E-Mail. Und wir suchen dann einfach noch ein paar schöne Bücher raus, die wir beim nächsten Mal vorstellen können. Ja, und ich glaube, wir geben auch die Bücher nochmal in den Links dann unten drunter an, damit man auch wirklich es schneller vielleicht findet und entsprechend dann selber in die eigene Leseerfahrung einsteigen kann. Ja, vielen Dank, Björn. Ja, Christian, ich danke dir für deine Zeit. Schöner Vormittag. Ja, fand ich auch. Und wir gehen jetzt.